Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr die Philips Hue White Lamp mit der Philips Hue Bridge verbindet und sie mit der Hue App steuert. Eventuell denken jetzt ein, zwei Leute, Moment, gibt es hier auf dem Kanal nicht schon so ein Video? Ja, gibt es. Hier haben wir aber nun die Variante mit 1600 Lumen. Für all diejenigen unter euch, denen die 806 Lumen Variante zu wenig Leuchtkraft hat, ist diese Lampe eventuell einen Blick wert. Wir verwenden hier im Video die Variante mit E27 Sockel. Farbtemperatur beträgt auch für diese Lampe 2700 Kelvin. Zum Vergleich haben wir hier mal die Standardvariante mit 806 Lumen. Die 1600 Lumen Version ist um einiges größer und auch doppelt so schwer wie die Standardversion. Genauer gesagt 11 zu 13 cm und 68 zu 156 Gramm. Der Durchmesser des Lampenkopfes ist mit 6 zu 7 cm grob gerechnet etwas breiter. Beachtet das beim Kauf. Der Hersteller gibt die Lampe mit 15,5 Watt an, was circa einer Glühlampe von 100 Watt entspricht. So viel zur Theorie. Schraubt nun die Lampe in eine Fassung und schaltet sie ein. Startet dann die Hue App. Öffnet das Menü, indem ihr oben auf die drei Punkte tippt. Im Menü wählt ihr dann Lampen hinzufügen aus. Weiter geht's dann mit Suche. Alternativ könnt ihr auch die Seriennummer eingeben, die ihr auf jeder Lampe findet. Lampen werden gesucht. Wurde die Lampe gefunden, geht es weiter mit Konfiguration beginnen. Gebt der Lampe dann einen Namen. Ich nenne sie hier mal Hue White Lamp 1600. Und als Lampentyp lasse ich Standardlampe drin und speichere das Ganze. Lampe hinzugefügt, wir tippen auf den Button Fertig. In der neuen App Stand Juni 2021 fügt ihr die Lampen euren einzelnen Räumen hinzu, indem ihr sie auswählt und in den Raum reinzieht. Und fertig. Glückwunsch! Die Lampe wurde dem Testraum hinzugefügt und lässt sich hier wie gehabt dimmen und ein- bzw. ausschalten. Im nächsten Teil des Videos schauen wir uns die 1600 Lumen Lampe im Vergleich mit einer 806 Lumen Lampe an. Dafür habe ich die Helligkeit etwas heruntergedreht, aber es ist halt immer schwierig, so etwas vernünftig darzustellen. Wir starten hier bei 60% Helligkeit. Die Lampe lässt sich auch im Zusammenspiel mit anderen Lampen problemlos dimmen und schalten. Genauso funktionieren auch die vorgegebenen Lichtszenen: hell, gedimmt, und Nachtlicht. Und auch wenn man es leider nicht gut erkennen kann, kann ich euch sagen, dass die Lampe doch deutlich heller ist, was sie ja auch sein soll. Aber damit beende ich das hier und bedanke mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!